Das lief auf jeden Fall nicht wie geplant. Oha, jetzt hängen wir am Kreuz. Das wird heute ein Festmahl für die Geier. Ich töte euch alle. Amunet. Sieh dir etwas an. Zeig etwas Anstand. Mensch, ein freudiges Wiedersehen. Du hast zu viel immerhin Aufmerksamkeit erregt. Sogar Rom weiß vom Büro im Sinai. Ich weiß, das Feuer war der Beweis. Jetzt müssen wir Tahira und Kashta finden. Sie schmoren in der Festung Klostra. Ich schleiche mich rein. Ich übernehme die Umgebung. Da sind überall Centurios. Ja, ist doch gut so. Je mehr Centurios, umso besser. Wunderbar. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Wenn wir unsere Verborgenen wieder haben. Okay, so, dann schauen wir ganz kurz nach. Ja, sehr schön. Die Klostra-Feste, die haben wir ja noch nicht angeguckt. Das heißt, es passt idealerweise dazu, dass wir hier dann auch noch, ja, im Prinzip nichts erkundet haben. Haben uns die Spannung nicht vorweggenommen. Das passt doch schon mal sehr gut. Okay, dann einmal hier rüber. Und ich denke mal, hier ist wirklich richtig viel Party. Oh ja. Oh ja, hier gibt es richtig viele Gegner. Gut, aber letzten Endes konnte man es auch nicht anders erwarten, wenn hier wirklich der Rufio, der Hauptmann sozusagen sein soll. Wobei die Frage ist, ob er überhaupt hier ist, das weiß ich ja gar nicht so hundertprozentig. Ja, zumindest sind unsere, ja, Gefangenen hier, Kashta und Tahira. Okay, ja, ist wirklich einiges los. Aber das sollte nicht das Problem sein. So, Freundchen, du bist als erstes fällig. Nur bevor du Alarm auslösen kannst, bist du auch gleich mal tot. Sehr schön. Okay, zwei sind im Showdown. Und da vorne sind ganz viele Wachen. Hier sollte ich vorsichtig sein. Ich würde aber durchaus sagen, dass wir zumindest schon mal anfangen, die Rebellen da vorne zu befreien, denn ich glaube, dass sie ordentlich Rabatz machen hier, wenn wir die befreien, dass sie uns helfen. Oh, hallo. Shit, 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 shit. Wo kommst du denn her? Na, Glück gehabt, dass er uns nicht entdeckt hat. Also, er hat uns entdeckt, aber er konnte nicht die Warnung weitergeben. Okay, Freunde, ich lasse euch mal frei. Ich weiß gar nicht, ob ihr mir helfen könnt oder ob ihr einfach nur fliehen wollt. Okay, ja, gut, ist natürlich blöd, dass hier das Verwesungsgift noch ist, aber naja, müsst ihr durch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es sind natürlich einfach nur ganz normale Zivilisten, also keine Kämpfer für uns, die können uns also im Kampf nicht unterstützen. Und wir haben jetzt dummerweise genau die Arme der Römer gelockt. Ist natürlich nicht so gut, aber naja. Was ist denn hier los? Warum wackelt denn? Oh, schön daneben. Naja, egal. Komm her. Oh, jetzt ist. Okay, ich hoffe, wir kriegen gleich noch Unterstützung. Komm her.
Oh, hier sind wirklich viele Centurios. Oha. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, gegen welchen ich zuerst kämpfen soll. Und so viele. Zu Artemhawk und Bucket! Et percutiamo, Seyum! Murs! Ego ludere sordida! Okay, so, du willst hier Versteckung, das kannst du gleich mal vergessen, Freundchen. Okay, da vorne wird nicht gekämpft, sondern... Okis non bonum. Qui state? Donkey bombos mo. Lames, pulis. Okay, sehr schön. Ich brauche unbedingt neue Pfeile, sonst wird das hier nichts mit den weiteren Wachen. Also die können wir natürlich im Nahkampf besiegen, klar, logisch, aber wenn es mal irgendwie Not am Mann ist, dass wir irgendjemand auf der Flucht da schießen müssen, falls er irgendwie Wachen ruft oder sonstiges, haben wir leider gerade nichts zur Hand. Naja, okay. Ah, sehr schön. Neue Pfeile sind immer gut. Ja, ich würde sagen, dass wir erstmal die ganzen anderen Gefangenen befreien, damit die zumindest schon mal in Sicherheit sind. Und vielleicht kommt ja doch noch der eine oder andere zur Hilfe. Okay, so, dann einmal hier nach draußen. Na, da kommt noch schon die nächste Wache. Nein, 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 Freundchen, hallo. Finger weg von den... Ey, ne, Bayer, komm raus, wir haben es eilig. Okay, sehr schön. So, dann mal die nächste Wache. Jetzt mal ganz kurz gucken, wo denn die Markierung ist. Hier vorne irgendwo, aber da habe ich gar keine... Ah, Moment, hier geht es runter. Das habe ich vorne übersehen. Okay, dann würde ich sagen, befreien wir erstmal... Wie noch mal jetzt erst Kashta oder Tahira? Den Göttern sei Dank. Na, Kashta. Diese Festung hat Osiris ersonnen. Sie ist Irrsinn. Tahira hat Verbrennungen. Sie wird es wohl nicht schaffen. Man hat sie weggebracht. Oha. Folge mir. Sei kampfbereit. Ja, man erkennt auf jeden Fall hier auch... oh Gott, auch ein Todeskind. Ja, die haben auf jeden Fall richtig gewütet hier. Nee, 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 dich lassen wir mal drin. Tut mir zwar leid, aber ich glaube, das wäre jetzt nicht so gut, weil da ist nämlich aktuell kein anderer außer uns und die würden wahrscheinlich gegen uns kämpfen, die Bösen. Oh, Freunde. Das sieht nach Ärger aus. Mhm. Okay, so, dann einmal hier nach oben. Sei vorsichtig. Da liegt der Ivi. Es gab wohl was in Konsumationen. So, machst du hier hinten? Regenpietchen anfassen. Pack mal weg das kleine Ding, das kleine Bürstchen. Brauchst du nicht mehr. Oh, sehr schön. Stanley, voilà. So, da holen wir noch den letzten Schatz hier drin, bevor wir uns um Tahira kümmern. Okay, sehr schön.
Hier war doch gerade irgendwie noch eine Wache. Ich weiß gar nicht, wo die hin ist. Merkwürdig. Okay. Weißt du, die ganze Zeit Partystimmung hier im Dörfchen, in der Festung. Und der steht immer noch ganz gemütlich mit dem Rücken zum Lager. Und scheint ihn gar nicht zu rücken. Hier. Das sieht nach Ärger aus. Ja, das sieht nach Ärger aus. I, ist ja widerlich. I. Genau, liegt in deiner eigenen Pisse sozusagen. Aber, naja, Pech gehabt, Freundchen. Okay, so, dann den noch erledigen. Sei vorsichtig. Bayek! Vorwärts, Tahira! Ich trage dich hier raus! Ich kann nicht weiter. Lass mir einen Bogen da. Ich kämpfe bis zum Tod. Sprich nicht vom Tod! Die Verborgenen brauchen dich! Mein Leib steht in Flammen. Nur das Blut von römischen Soldaten vermag meine Schmerzen zu lindern. O Herr der Duat, bitte, lass mich ins Gefilde der Bind. Wir müssen verschwinden. Es könnten jederzeit Römer kommen. Folge mir in mein Lager. O Herr der Duat, bitte, lass mich ins Gefilde der Binsen passieren. Oh, bleib bei mir, Tahira. Wehr dich. Gib nicht auf. Die Welt verblasst vor meinen Augen, Bayek. Es macht mich krank, Tahira so zu sehen. Im Lager können wir ihr helfen. Neck, Götter, lasst mir meine große Schwester. Es muss ein Verräter unter uns geben. Wie wäre dies sonst möglich? Alle schwören einen Eid. Wir wurden für dumm verkauft. Von allen? Bist du sicher? Wir können keinem mehr trauen. Unsere Klugheit verlässt uns. Her! Oh, 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 shit, wir brennen. Naked Yadet! Alter, hat das wehgetan. Nochmal. Aua. Ja, das ist natürlich die Frage, wo die auch herkommen. Also wird auf jeden Fall irgendwo von irgendwie verraten. Die Frage ist von wem. So, mal ganz kurz absitzen, zumindest für klare Verhältnisse sorgen. Okay, die Frage ist natürlich, wo ist das Lager? Oh ja. Amunet kämpft auf jeden Fall schon etwas, ja, besser. Ja, wo ist denn Tahira? Ach, da hinten. Unsere Klugheit verlässt uns. Bei Brutus und Cassius war es dasselbe. Wow. Beten wir, dass die Götter uns Tahira erhalten. Sie ist im Kampf um Nabatea unersetzlich. Okay, Freunde, dann lasst uns mal weiter retten. Wir haben Termine. Wir haben es eilig. Wir müssen Tahira retten. Na komm, Amunet, steig auf. Los, hopp. Vielleicht ist das Lager ja auch hinten auf der Insel, das wieder so ein bisschen, ja, nordwestlich zu sehen war. Wir sind fast da. Ah, vielleicht auch nicht. Wow. Sei gnädig. Zu schwach, Bayek. Nein. Du warst nicht schwach. Du warst stark und loyal wie ein Berg. Ich glaube an unsere Arbeit. Du hast den Eid als Erste geleistet und unzählige vor dem Tod gerettet. Lass unser Credo nicht verblassen. Thank you.
werde sie alle töten. Alle Römer! Du wirst Tahira in die Berge bringen. Dahin, wo sie anständig bestattet werden kann. Wir machen weiter. Wir werden Rufio töten. Oh ja. Ja, noch ein Freund, der auf Rufios Konto geht. Entschuldigung. Tahiras Tod sendet eine klare Botschaft. Wir müssen Rufio ausschalten. Die Bruderschaft steht im Sinai vor dem Ende. Ist er am Steinbruch? Nein, in Asinui. Wahrscheinlich lungert er noch auf seinem Schiff herum. Er weiß sich zu schützen. Und er ist in der Lage, einem Volk wahre Furcht einzuflößen. Ich werde nicht versagen wie meine Untergebenen. Keinen Fuß werde ich auf die verfluchte Halbinsel dieser Wilden setzen. Und doch werden sie sich beugen. Na, das werden wir sehen, Freundchen. Okay, wir folgen Amunit. Sixember Tyrannis, alles klar. Ja, in den Sinai. Deswegen sind wir sein Begrüßungskomitee. Aus Feuer und Blut. Wir wählen diesen Weg nicht. Er wählt uns. Aber ich find's schön, mal wieder mit Amunit oder früher Aya zusammen zu kämpfen. Ja. Und es scheint ja auch ziemlich gut zu gehen. Memento quod doco erimus! Bayek! Schnell, du musst uns helfen! Das Dorf wird angegriffen! Oha, hier brennt schon alles. Sie meinen Namen? Dreckigen Abatea! Okay, dann. Halt euch um, nicht in den Weg! Das ist ein blutiges Massaker! Hilf den Abatea! Das ist Wahnsinn! Warum töten Sie Zivilisten? Da stimmt etwas nicht! Ich hätte ihn verbrennen lassen sollen. Das wäre auf jeden Fall besser gewesen. Das wäre die gerechte Strafe. Okay, da vorne haben wir... Oh, hier ist ja richtig viel los. Freunde, 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 was ist denn hier los? Komm mal. Oh je, gegen die armen Zivilisten. Nein, 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 komm mal her. Nein, nein, nein. Aus. Aber die FSK ja, 6-Version hier mit den ganzen Rauchbomben. Sieht man nicht, wie die niedergemetzelt werden. Okay, so, da vorne haben wir die nächsten. Oh, hallo. Wo kommst du denn her? Okay, ich glaube, wir haben fast alle erwischt. Hier vorne sind noch irgendwelche Römer, die hier angreifen. Also beziehungsweise einer. Das müssten alle sein. Aber ich vergewissere mich nochmal. Ich gehe zu Rufios Nest. Okay, finde und eliminiere Rufio. Das werden wir auf jeden Fall machen. Und wir müssen tatsächlich raus aufs Meer. Haben wir hier gleich ein Boot? Ja, sehr schön. Boot haben wir am Start. Aber ich denke mal, direkt auf dem Schiff selber wird auch noch jede Menge los sein.
Aber, ne, davon lassen wir uns natürlich nicht abhalten. Wir haben schon viel, viel mehr Feinde besiegt. Wobei auch eine echte, ja, weiß nicht, Schiffsstadt hier draußen gebaut wurde. Oha, ist ja richtig viel Party. Hallo? Okay, irgendwer greift mich hier an. Okay, so, Zello ist nicht verfügbar. Achso, weil ich am Kampf bin, wollte gerade sagen. Warum ist er nämlich verfügbar? Okay, ist natürlich geil, dass ich da überhaupt getroffen habe. Ich weiß auch gar nicht, warum ich da überhaupt getroffen habe, weil eigentlich macht es gar keinen Sinn. Okay, ich muss runter vom Boot. Ist zu gefährlich hier drauf. Oh, Freundchen, ist hier nicht auch noch einer? Ah, okay, alles klar, sehr schön. Okay, Zenu haben wir gerade leider nicht zur Hilfe. Das macht aber nichts, wir können auch so rüber. Na, Bayek, was machst du denn, Mensch? Okay, ich brauche neue Pfeile. Sehr schön, nehmen wir ganz kurz mit. Gibt es ja auch irgendwie eine Möglichkeit, rüber zu kommen? Nein, wir müssen tatsächlich. Also zumindest keine normale. Oh, shit. Okay, machen wir so. Die arme Sau, da hat sich Rufio geduckt und der hinter ihm hat die, den Pfeil ins Gesicht bekommen. Naja, okay. Aber da vorne ist auf jeden Fall Rufio, Freunde. Das ist für Tahira. Du kannst mich nicht brechen. Ich will dich nicht brechen, Alter, ich will dich töten. Ist aber witzig, dass er sich immer die ganze Zeit hinter seinen Leuten versteckt, ne? So, alles klar. Komm, Freunde. Also wenn das Rufio ist, wonach es auch scheinbar aussieht, dann ist der aber echt... Naja, ein bisschen weiß er nicht. Aua, Freunde, was ist denn los? Also, ihr kommt auf jeden Fall immer mehr Gegner. Ich frage mich, wo die herkommen. Denn irgendwie, ich habe zwar gerade schon alle erledigt, aber irgendwie weiß ich. Ach, da oben ist auch noch einer. Freundchen, komm mal runter hier. Oh ja, wir haben auf jeden Fall, glaube ich, alle Schiffe hier gerade irgendwie am Start. Und da vorne sind auch noch Wachen. Die zappeln irgendwie komisch rum. Gucken, können wir die irgendwie vielleicht gleich in Brand stecken oder so?
Ah, okay, geht nicht. Zumindest nicht so mit normalen Bogen. Hm. Okay, Freundchen, machst du da unten? Ja, vielleicht hätte man nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen sollen, aber ich sag mal so, es hat sich einfach angeboten, direkt halt anzugreifen, ne? So, Freundchen, ich mach auch gleich platt hier hinten. Ja, das Witzige ist übrigens ja, dass Rufio ja schon tot ist und ich habe ihn ja bekämpft, aber ich muss trotzdem noch den Tod bestätigen. Ist merkwürdig, aber naja, gut, machen wir immerhin kurz. Warum durchkreuzt du meine Pläne? Die Verborgenen werden dem Orden niemals Luft zum Atmen lassen. Also stimmt es doch. Die Verborgenen existieren wirklich. Wir gedeihen. Seltsam, dass ihr dieselben Dinge wollt wie wir. Frieden, Ordnung. Doch unsere Ideen werden überdauern. Du kannst mich töten. Doch uns wirst du nie töten. Ist aber echt wie eine Seuche, das Zeug. Starken Orden, bevor ihn dein Weib feige und hinterrücks ermordet hat. Unsere Macht lodert im Schatten. Und wir erzeugen diesen Schatten. Die Verborgenen holen dich! Anubis wartet! Ein rätselhaftes Gedicht. Später werde ich den Todtempel erkunden. Rufio ist tot. Ich sage es Amunet. Sie wird sich freuen. Okay, sprich mit Amunet. Mal gucken, wo sie denn ist. Wahrscheinlich vorne irgendwo an Land. Ja, tatsächlich echt eine Menge los hier gewesen. Ich dachte, hier oben ist eigentlich vielleicht irgendwie mit Rufio, aber mal gucken. Wird wahrscheinlich nichts Besonderes dort sein. Deswegen würde ich sagen, gehen wir gleich mal direkt an Land, um mit Amunet zu sprechen. Stellt sich natürlich die Frage, ob wir hier irgendwo noch ein Boot haben oder ob ich an Land schwimmen muss. Und irgendwo, ah, hier unten mein kleines Boot noch. Hallo, ja, ist okay. Und? Da habe ich schon so viele von deinen Leuten gekillt, ne? Da brauchst du ja auch noch ankommen. Okay, so. Sie haben Frieden, bis Rom den nächsten General schickt. Es nimmt kein Ende. Wir müssen die Verborgenen so beständig wie den Orden machen. Es gibt ein akuteres Problem. Ja, Milad. Jede seiner Taten wird glorifiziert. Die Leute sehen einen Gott in ihm. Er kämpft für die Freiheit seines Volkes. Wir haben gerade ein Massaker erlebt. Ich habe mit den Leuten geredet. Es gab viele solcher Massaker. Jedes Mal schickte Gamilad seine Rebellen, um die Römer zu provozieren. Sie verstecken sich zwischen den Dorfbewohnern und fordern so die römische Vergeltung heraus. Dabei werden viele Unschuldige abgeschlachtet. Sagst, er tut das wissentlich?
Diese Taktik bringt Märtyrer für seine Sache hervor und Familien, die sich unbedingt an den Römern rächen wollen. Er wollte ein Gemetzel, um mehr Rebellen anzuwerben. Und auch nicht zum ersten Mal. Das Volk bezahlt einen hohen Preis für den Aufstand. Er ist ein Freund. Erinnere dich. Kleopatra war sogar mehr als das. Und doch war mein Vertrauen zu groß. Dank dir habe ich den Fehler erkannt. Ich muss mit ihm reden. Ich finde das Outfit von Amunet ziemlich geil. Also sieht echt schnieke aus. Das Vorgehen erstaunt mich. Führt er den Aufstand an, um persönliche Macht zu gewinnen? Uiuiui, hat sich ja doch schon einiges ereignet, aber bevor wir uns jetzt hier aufmachen, um Gamila zur Rede zu stellen, würde ich sagen, war mal ein kleines Päuschen. Bayek hat sich jetzt nach den ganzen Kämpfen doch mal eine Auszeit verdient. Und dann geht's beim nächsten Mal hier weiter. Ich sag schon mal danke fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag. Wir sehen uns. Tschüss.